Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dungeons in der TWW Alpha. Wir sind heute auf dem großen Basar unterwegs und zwar in der gigantischen Hauptstadt von unseren nerubischen, naja, nicht ganz Freunden. Das Ganze unterteilt sich ja relativ früh, so wie wir es eigentlich auch von verschiedensten WoW-Fraktionen gewohnt sind, in so ein paar Rebellen, die uns helfen und so ein paar richtig Räudige, die eben der Königin und Xalatas unterstellt sind, weil die Königin eben gesagt hat, jo, in der Leere liegt die Antwort, die alten Meister, die alten Bündnisse, ja, all das muss wieder zu unserer Kultur werden. Und da haben eben viele Neruba gesagt, jo, finden wir geil, aber einige meinten auch, nö, warum? Wir mögen's, wie wir uns entwickelt haben und tatsächlich ist diese ganze Stadt auch sehr belebt. Ja, du kannst da auch rumrennen in der offenen Welt, du hast dann Verkäufer, die dir irgendwelche Snacks andrehen, du hast so Basarteile, wo mit der eigenen Spinnenseide Möbel oder Kleidungsstücke oder was auch immer hergestellt werden und wirklich ganz fantastisch gehalten das Ganze. Und so gibt es eben auch einen Dungeon, der mich teilweise an den Hof der Sterne erinnert hat. Ob das gut ist und ob das euch gefällt, das sehen wir gleich. Am Anfang gibt es natürlich erstmal eine Menge Trash, weil das ist ihre Stadt. Ich war hier zum Glück schon einmal mit dem Hunter drin und durfte dort sehr, sehr schnell lernen, dass wir nicht nur eine absolute Augenweide hinter jeder Ecke haben, was hier die Optik betrifft, sondern man kann ja auch wirklich schnell dazu pullen. Ja, überall stehen Neruba, lauschen der Rede ihrer Königin oder erledigen ihren Wocheneinkauf oder was auch immer. Denn man darf ja nicht vergessen, die Neruba sind eigentlich eine Hochkultur. Na, das, was die geschaffen haben, ist nicht nur von Alters wiederbelebt werden oder uns in alten Dungeons auf den Sack gehen, sondern selbst wenn man sich damals in Aan Kahet so ein bisschen umgeschaut hat, konnte man ja schon sehen, was die für Tempelanlagen, für religiöse Bindungen und für gesellschaftliche Strömungen eben haben oder leider in Teilen hatten. Also ist ja nicht mehr viel übrig von dem, was Anubarak damals aufgebaut hatte. Aber hier kriegen wir tatsächlich die volle Dosis und merken eben, dass die in großen Teilen nicht nur hochintelligent sind, sondern sich eben auch prächtig unter der Erde entwickelt haben. Und das ging ja auch, hat sie ja gefühlt jeder in Ruhe gelassen. Ja, also ich wäre jetzt als Höhlenbewohner, als Niffen oder wer auch immer, auch nur bedingt auf die Idee gekommen zu sagen, na, da gehen wir doch mal rein und gucken, ob die Spinnenfreunde Bock auf ein bisschen Handel haben. Überraschenderweise haben es die Niffen dann allerdings doch getan, aber auch nicht jeder. Ja, die Neruba, die sehen ja jetzt auch nicht immer unbedingt sehr einladend aus, dass man sagen könnte, wir gehen gleich mal einen Tee trinken. Und deswegen gehen die auch trash-technisch schon ziemlich gut auf den Sack, weben hier ihre leeren Zauber, mit denen wir dann solche Käsebällchen rumschießen, denen man ausweichen sollte, hinterlassen Voids, verlangsamen uns mit Fäden oder ja, machen riesige Smash-Kegel-Effekte auf dem Boden, denen wir ausweichen sollten. Und auch die kleinen Skarabäen, die sollte man natürlich nicht unterschätzen, denn die Masse macht es hier häufig und die Masse kann natürlich pullweise auch schnell in die Hose gehen. Bin sehr gespannt, wie dann die Routenplanung auf diesem Basar aussehen wird, wenn unsere M-Plus-Koryphäen schon unterwegs waren, weil es wirkt overall ziemlich überladen und das lädt natürlich dazu ein, dann entweder am Anfang gleich die Prozente zu machen, hinten raus viel zu skippen oder andersrum oder es ist eine vollgepackte Stadt. Und wir sind beim ersten Boss angekommen, der eine sehr interessante Mechanik hat, die manch einer vielleicht noch von diesem großen Trash-Mob auf der Brücke in Tazavesh kennt, denn der hat so einen Kreis um sich rum und wenn du rausgehen willst, dann zieht er dich einfach wieder zurück. Er hat außerdem auch so einen kegelleeren Smash nach vorne, wie wir das gerade schon bei den dicken Käfern gesehen haben. Und er macht, meine ich, auch noch einen Void-Effekt um uns rum. Es ist also unabdingbar, dass die Gruppe hier sauber und gemeinsam moved. Und der Tank sich natürlich auch darauf versteht, den Boss entsprechend zu bewegen. Ansonsten, ja, kommen wir in so einen Moment, ne, man muss jetzt hinten raus, wird wieder in die Void reingezogen, die macht auch auf NHC schon extremen Schaden. Und wir sehen, dass alle haben irgendwie versucht, doch so ein bisschen diesen Kreis zu outsmarten, ja, ansonsten hast du ja solche Überschneidungen, bist du auf einmal gefangen. Zwischen Void und Void darfst du aber auch wieder nicht zu weit raus und hast da irgendwie so ein Sekündchen Zeit, bis du wieder rangezogen wirst. Und als Hunter habe ich jetzt eben das Glück, dass ich ja gefühlt permanent in Bewegung bleiben kann als Beastmaster, aber wenn ich mir den Kampf gerade als Magier oder Hexenmeister vorgestellt hätte, Junge, da wäre ich nur am Abkotzen gewesen, ne?
Heilige Scheiße, mein Pet Wyrmly übrigens, ein Begleiter, bei dem ich nicht genau weiß, ob ich den so mit in die Live-Version dann nehmen kann oder ob wir den in der Live-Version auch zähmen können. Besser gesagt, es gibt eine große Höhle, die vermutlich auch so ein bisschen an Dune angelehnt sein soll. Ja, wenn du da zu lang drin bist, zu viel Krach machst, dann kommen immer mehr Würmer und da habe ich den einfach gezähmt und jetzt slidet der so ein bisschen über den Boden und gräbt sich nicht wirklich hin und her, sondern ist einfach wie so ein früher South Park Charakter, ne? Tingelt er so ein bisschen durch die Gegend. Ansonsten gibt es tatsächlich super viele nerubische Bestien zu zähmen und wenn ich euch Hunter-technisch einen Tipp geben darf, dann besorgt euch diesen Folianten, der es euch erlaubt, Blutbestien zu zähmen. Solltet ihr das noch nicht getan haben, das ist nämlich nötig für einige der Neruba, den gab es, meine ich, in Nazmir, um genauer zu sein, bei Zul. In Uldir konnte der droppen, waren im Stream letztens einige im NHC drin für den Farm und haben sich den noch gesichert. Ansonsten kann es passieren, dass man sich hier ärgert, ja, und dann in der Release-Nacht nur die Hälfte von dem zähmen kann, was man eigentlich haben wollte. Und schon sind wir wieder mittendrin in der Story, denn wir haben soeben ein paar Pheromone abbekommen. Und die Neruba, trotz ihrer vielen Augen, sie sehen meistens nicht besonders gut und deswegen läuft das bei den Nerubern über Pheromone. Ja, so erkennt man sich, so haben die obersten Kommandanten ihre Diener markiert und so kann man eben, wenn man einmal geschult wurde für dieses System, nicht nur zwischen Freund und Feind unterscheiden, sondern natürlich auch gewisse Individuen aufspüren. Und genau das ist jetzt unsere Mission, denn wir haben hier diese Augen der Königin. Das sind diese aufgestiegenen Neruba, ja, wenn die bestimmten leeren Ritualen unterzogen wurden, dann sehen die so aus wie diese Kollegen hier gerade, gehen also aufrecht, wirken noch etwas erhabener und haben die Fähigkeit mit diesen Pheromonen verloren. Und das mögen natürlich auch wieder die traditionellen, die rebellischen Neruba nicht, ja, weil sie denken, damit gehen wir doch verloren, dieser Weg der Leere, das macht uns stärker. Das macht uns krasser, dieser Aufstieg, das ist klar. Da hinten geht einer spazieren mit seinen Skarabäen an der Leine, finde ich auch fantastisch. Zum Thema belebte Stadt, ne? Großartige Details. Und dann sind wir doch nicht mehr wir, dann sind wir ein völlig anderes Zeug, haben die keinen Bock drauf. Ja? Also mit solchen Argumenten und solchen Verfahrensweisen setzen wir uns auch in der Quest auseinander, die uns hier durch diese Zone begleitet, lernen von diesen Pheromonen, werden selber hier und da markiert, ein großer Spaß und lernen eben viel über diese unterschiedlichen Kulturen und die Ängste der Neruba. Ja, und da diese Aufgestiegenen mit diesen Pheromonen nicht so richtig umgehen können, können wir uns hier auch überwiegend recht easy durchsneaken, weil die eben nicht mehr in der Lage sind, das mitzubekommen, dass wir jetzt anders riechen. Dass wir jetzt von einem Rebellen markiert wurden oder wie auch immer. Es gibt dennoch einige, wir sehen das hier, die aktuell noch ein bisschen verbuggt reagieren, würde ich sagen. Aber auch da wieder ein bisschen Suramar-Feeling, ne? Eine Illusion. Was verbergt ihr, wenn wir denen zu nahe kommen? Dann merken die natürlich trotzdem, dass wir keine normalen Händler oder Besucher hier sind in dieser Stadt. Und dann hast du schnell aus diesem einen Auge der Königin, aus diesem einen Spion, den du finden solltest, den halben Bazar hier gepult. Da muss man in der Tat drauf achten. Und ihr habt schon gesehen, wie dieses Aufspüren funktioniert. Konnte jetzt noch nicht sagen, ob das jedes Mal feste Positionen sind oder man die wirklich random dann finden muss, ob man sich da gewöhnen kann oder Glück haben muss, weil du musst rumreiten, bis du eben so eine Pheromonspur findest, ja, wie die markiert wurden. Und dann siehst du diese Abbilder, die in eine bestimmte Richtung weisen und den rennst du hinterher, bis du dann einen verkleideten Spion findest, der eben diese Geruchsmarke auch trägt, der markiert wurde und dann kannst du den entsprechend aufdecken. Das Ganze müssen wir 4-mal machen. Wir haben gerade schon gesehen beim ersten Spion Easy, der kam direkt am Anfang, hatte auch räudige Fähigkeiten, wie sich hinter uns porten und dann wie diese langen Schlänge-Länger-Drachen in der Akademie von Dragonfly, der so eine Art Odin, so einen leeren Schlag entfesseln und hier zack, die nächsten aufgeploppt, wir folgen dieser Pheromonspur. Und dann kann es natürlich trotzdem so sein, dass du aus Versehen noch 5 weitere dazu pulst. Ja, hier das muntere Basarleben, ein Marionettenspieler, der hier Irdene und Kobis einfach an seinen Fäden tanzen lässt. Es ist wirklich absolut skurril, was hier passiert und wie viel Mühe sie sich gegeben haben, diese Basare zu gestalten. Wer da Fan von ist, von solchen Details, der wird nicht nur wegen dem gerade genannten kulturellen Zwist
in dieser Kampagne sehr viel Spaß haben, sondern er wird auch viel Liebe zum Detail wiederfinden können. Ja, wir sehen hier wieder ein Beispiel für mit dem einzelnen Spion rauspicken. Das ist jetzt so lala gelaufen. Holy shit, da werden erstmal sämtliche Hard-CDs reingebolzt, weil keiner weiß so richtig, wen davon bekämpfen wir jetzt eigentlich. Wer ist jetzt der Spion und ist er jetzt vielleicht schon unter uns? Ja, Hauptsache richtig schön rein AEn. Und dann ballert das. Wir spielen als Tierherrschaftsjäger mit dem Pack Leader. Talent bedeutet einfach alles, was den BM für mich besonders macht, ist nochmal geiler. Ja, du kommunizierst oder kooperierst, besser gesagt, mehr mit deinem Tier. Du kannst schneller bestimmte Angriffe von ihm auslösen. Dein Tötungsbefehl knallt mehr rein. Du rufst schneller Alpha-Tiere dazu. Und alles ist eigentlich noch ein bisschen krasser. Hast du auch so ein paar Boni dabei, die deine Aspekte nochmal verstärken, dass der Aspekt des Geparden länger hält und so weiter und so fort. Also hat jetzt nicht die neue Fähigkeit bekommen oder das Talent schlechthin in meinen Augen, sondern verbessert vieles oder ergänzt einfach vieles, was bei der generellen BM-Spielweise schon da war. Und darum wusste ich, gut, den nehmen wir mit. Die Alternative wäre, glaube ich, der dunkle Waldläufer gewesen. Der klingt auch erstmal ziemlich cool, ist aber im Endeffekt für mich, weil ich das auch noch kenne, ja, eine Spielweise, die sich rund um diesen schwarzen Pfeil organisiert und aufbaut. Und das ist einfach ein Dot. Den hatten wir schon auch damals beim Survival Hunter mit der Explosivschussmechanik, bilde ich mir ein, wo du halt diesen Dot draufsetzt, der macht Schattenschaden, der konnte deinen Explosivschuss brocken lassen, der konnte noch so ein untotes Schwein als schadensmachenden Begleiter dazu beschwören und davon sind artähnliche Mechaniken einfach mit drin in diesem Baum und darum hat er mich nicht besonders gecatcht. Keine Ahnung, irgendwie habe ich da ein bisschen mehr erwartet und so kam mir einfach viel schon bekannt vor. Deswegen hatte ich bisher nicht die Muße, den auszuprobieren und Packleader einfach mehr Pets überall dein Multishot verstärken, dass der erste Multishot dann den zweiten befeuert, der dann wiederum den dritten. Also nicht so, dass der immer mehr Schaden macht, ne, aber immer wieder einfach auch den AOE weiter pushen. Währenddessen die Tierchen vorne mit ihren Raubtierhieben natürlich auch im AOE unterwegs. Dann der Bonus, dass sie direkt den nächsten Angriff ausführen können. Irgendeine Klaue oder was sie nicht immer dabei haben. Das ist schon geil und das fühlt sich auch super, super flüssig an. Hier jetzt die große Panik, was machen wir wieder mit der Patrouillentante? Nicht, dass wir da halb verbacken und dann auf einmal noch mehr vom Bazar dazupullen. Also diese Passage, wir sehen es hier, die kann tatsächlich ein bisschen länger dauern, als man es gerne hätte. Aber ich glaube, wenn man das einmal richtig eingespielt hat mit einer passenden Gruppe, dann wird man hier natürlich auch wissen, wo sind die Schwerpunkte, wo sollten wir jetzt AEn und wo nicht. Und dann sind wir auch schon wieder beim Wort der Königin, einem Exekutor, der auf unserer Seite steht, der auch all das verteufelt, wofür diese neuen Neruber, die junge Königin, die die Muria abgelöst hat und auch Xalatas stehen. Und deswegen geleitet der uns schon relativ früh auch gemeinsam mit Aleria und Anduin durch diese Stadt und bringt uns auch hier durch die verschlossenen Tore. Die verschlossenen Tore, ihr ahnt es bereits, das sind besonders dicke Netze. Ja, wir lernen innerhalb dieser Rebellengruppe auch die Weberin kennen. Einfach eine ganz, ganz dicke Neruba-Materialchen, die tatsächlich so fette und stabile Netze spinnt, dass sie da komplett Knoten reinmacht. Ja, die hängt in ihrer Basis von der Decke. Und keine Sorge, man kann da auch diesen Arachnophobie-Modus anmachen und dann ist alles, was irgendwie nach Krabbelgetier aussieht, eher eine, ja, Krabbe als eine Spinne. Diese, wie heißen sie, Makura-Viechers, die wir auch seit langer Zeit im Game haben, diese Krabbenkollegen. Also wer sich da fürchtet, auch vor diesen Auswüchsen hier, da hat Blizzard mitgedacht. Denn ich bin kein arachnophobischer Dude, aber muss sagen, ab und zu kribbelt's hier trotzdem. So viel Spinnenzeug. Da finde ich es richtig und wichtig, dass sie diese Option mit reingebracht haben, dass man all das trotzdem genießen kann. Ja, und die knotet einfach ihre Netze. Wenn man hochschaut, dann sieht man, die hat das nicht so gesponnen und zusammengepappt, sondern richtig schön wie so ein Schnürsenkel, ja, zusammengebunden. Großartig, die Details. Ja, wir sind schon beim nächsten Boss, der konnte jetzt nicht besonders viel hier auf NHC. Was wir aber schon gesehen haben, ist, dass die auch so Abbilder hinterlassen. Da denken wir wieder an den Endboss vom Hof der Sterne, ja, so wie das gerade so eine kleine rätselartige Findungspassage war. Und da beschwören die eben Abbilder, die ihre Fähigkeiten offenbar
kopieren. Na, das war jetzt so schnell, ich konnte gar nicht sehen, ob man die Abbilder gezielt lenken kann, ob die sich um sich rum dann einfach verteilen oder. Sonst kann man natürlich probieren, das einfach schön am Rand irgendwie abzulegen, die Bosse entsprechend zu drehen. Ja, das wird immer nach außen geschossen wird und man dann die Mitte frei hat oder. Da wird es, denke ich, ziemlich schnell recht sinnige Taktiken geben. Und vermutlich wird der Boss aber dennoch nochmal nachskaliert, weil der ist ja schneller umgefallen als so mancher Trash-Mob hier. Dennoch bei zwei Bossen kann das manchmal natürlich passieren, wenn die sich in Live-Pool teilen und man kann schön irgendwie als Hexer doppelte Chaos-Blitze hier raushauen, schön splitten, ja, oder als Euler, als Priester, Multidotten, whatever, dann kann das natürlich dennoch so aussehen, dass die Kollegen nicht besonders viel Freude mit uns haben. Ja, wir sehen da so einen Chaos-Hund, die kennen wir auch als Hunde von Sageras, der zweite Boss im Legion Raid Antoros, können übrigens auch als Mount droppen, durchaus ein Besuch wert, und das ist vom Hexer. Der Demo, der kann sich ja auch spezialisieren und noch größere, wildere Begleiter dazu rufen. Dazu zählt zum Beispiel ein Grubenlord, der so groß ist, dass du den gar nicht durchs Portal bekommst. Deswegen hängt er so zur Hälfte aus dem beschworenen Portal raus und zappt dann mit seiner Kampfgleve irgendwelche Laser auf die Gegner. Oder eben diese Teufelshunde, die man dazu rufen kann. Es ist also ein ordentliches Begleitergewitter dort vorn. Und vorhin hatte ich ja so einen kleinen Hänger, wie heißt das nochmal beim Hunter? Pet, Begleiter, Haustier. Tatsächlich ist die Lokalisierung gerade in so einer Phase, wo vieles noch nicht gegengecheckt wurde. Deswegen reden auch diese Pack-Leader-Talente vom Hunter davon, dass du deine Haustiere verstärkst. Naja, das etwas andere Pet eben. Hä? Haustierkampf, bist du in M+ und als Hunter-Main gehst du dann erstmal in so rundenbasierte Haustierkämpfe rein. Das wäre auf jeden Fall auch mal ein interessantes Talent. Wir nähern uns jetzt dem Hauptgebäude, das erkennen wir auch an diesen dicken Fäden dort vorne, ne? Umso mächtiger der Neruba, umso krasser die Pheromone bei der alten Garde und umso heftiger natürlich auch die Netze, die er spinnen kann. Die hier allerdings, die fallen genauso easy um wie alle anderen der Eumel bisher und dann sind wir im sogenannten Transformatorium, also hier, wo auch unser Endboss, ne, die große Verbinderin heißt sie, da meldet sie sich schon und die nennen uns Überkrabbler. Ja, habe ich erst nicht verstanden. Was wollen die Overcrawler? Was soll das sein? Irgendein Rang von denen? Nein, wir sind das, die Überkrabbler, weil wir von oben, von über der Erde kommen. Ja, und die sorgt hier für den Aufstieg. Ihr ahnt es vielleicht bereits in diesen Netzen. Da wird diese Metamorphose vollzogen und das wird natürlich von diesen Objekten hier überwacht. Die spreaden Voids und die können zurückkicken und ihr ahnt es sicher bereits, ob ihr euch ans Rubinlebensbecken und den Anfang dort erinnert oder nicht, wenn wir in diesen Fäden landen. Wenn hier erfolgreiche Knockbacks von diesen, was sollen das sein, Skarabäus-artigen Freunden durchkommen, da ist schon einer, dann solltest du wirklich aufpassen, wo du landest, denn ansonsten hast du ja schnell mal doppelt und dreifach so viele Trash-Mobs am Arsch. Der hat aber auch gerade einen kleinen Angstschiss produziert, ne, und läuft jetzt trotzdem durch. Legende. Und da sind eben schon diese aufgestiegenen Neruba mit drin. Also Pets scheint das glücklicherweise nicht zu triggern, aber wenn wir da durchfliegen, da solltest du wirklich vorsichtig sein, weil das sind viele Netze. Wenn du da wie so eine Bowlingkugel gerade mal durch 3, 4, 5 durchsetzt und dann noch panischen Rückzug hämmerst oder so, springst gleich noch gegenüber in die Reihen, das wird unangenehm, denn wie vorhin beschrieben sind diese Neruba zwar hier jetzt noch relativ frisch, ne? Die kommen noch nicht so klar mit ihren Fähigkeiten, haben wir ja gerade auch bei dem Boss gesehen, aber wenn die in der Masse kommen, dann sind das die stärksten Einheiten, die die Neruba bisher hervorbringen konnten und dementsprechend ist mit denen nicht zu spaßen. Wir sehen hier jetzt so ein paar Überbleibsel, ne? Die Leere, die hier überkocht, so ein paar geronnene Tropfen, die hauen wir einfach um und dann manifestieren die sich im nächsten Boss in den Koaglamat, so nennt es sich. Ja, ich hätte lieber einen Koala bekommen, aber das ist ja nicht in der Stadt der Fäden. Und wir sehen unheilvolle Beschwörungen. Es ist einfach so ein ganz großer Diener-Blub, ja, wie wir die quasi auch aus dem Haus der Seuchen zum Beispiel kennen, wenn wir uns an Shadowlands, an Maldraxxus erinnern. Und auch der konnte jetzt noch nicht besonders viel. Also der beschwört weitere von diesen Kugeln.
macht erstmal so einen Rückstoß und dann sehen wir sie schon vom Rand auf ihn zufliegen. Ich habe mir eingebildet, die sollten den Boss nicht erreichen. Wir haben also versucht, die entsprechend zu soaken. Das gibt uns dann Heilungsabsorb, ja, der anscheinend nicht stackt, aber dennoch ganz ordentlich ist, zumal die Kugel ja auch Initialschaden verursacht, wenn man die einsammelt. Also da muss dann die Heilung entsprechend passen, damit diese Kugeln nicht auf den Boss durchgehen, denn das hat eigentlich immer Effekte, die wir lieber nicht haben wollen. Jo, dann sind wir auf dem Weg zum Endboss, Iso, die große Verbinderin. Mavred macht uns hier den Tank, guckt nochmal, sind auch alle da von der Eumelbande. Und Glück hatten wir ja auch, dass wir ein bisschen Range-lastig waren hier in unserer Gruppe. Unser Hexer geht zwar trotzdem gern vorne ran, aber an sich ist es natürlich super, wenn dann dieser Knockback und diese Voids sich entsprechend verteilen, beziehungsweise der Knockback dann wirklich etwas ist, wo nur der Tank und vielleicht noch ein Melee drauf aufpassen müssen. Ansonsten kann das ziemlich schnell passieren, dass du auch hier wipes und dann wieder ranlaufen, dann könnte es vielleicht sogar so sein, ich bin noch nicht gewiped, dass die Mobs, die einmal rausgeholt wurden, dann auch stehen bleiben. Dann musst du vielleicht den anderen Weg nehmen oder wirklich gegen diese Masse von befreiten, aufgestiegenen Nerubern kämpfen. Da wollen wir lieber mal nicht dran denken. Wir machen das einfach so, dass wir niemals in diesem Abschnitt wipen hier im Dungeon, Freunde. Da schwören wir jetzt gleich einen Blutschwur drauf und dann müssen wir das auch nicht rausfinden. Der Endbossraum ist übrigens aus mehreren Gründen sehr, sehr spannend. Da werden wir noch viel drüber zu reden haben, denn achtet mal gleich auf die linke Seite. Da ist ein völlig unverdächtiges Wandbild, das bestimmt nichts mit einer noch absolut wichtig werdenden Prophezeiung zu tun hat oder so. Xalatas, der fünfte alte Gott, der Uralte, etwas, was noch kommen wird, etwas, was schon da ist. Dazu dieser Kristall. Ist es der aus Heilsturz, der da der Lehre anheimgefallen ist, oder was soll uns das alles sagen? Tja, da werden wir demnächst bestimmt eine Podcast-Folge füllen können. Loreload, jede Woche auf Spotify, Apple Music, YouTube und Co., ihr wisst Bescheid. Ja, und dann sehen wir hier schon weitere Aufstiegsrituale, ja, auch so ein bulliger Kriegspanzer, der sich dort verwandelt hat unter der Aufsicht des Bosses. Und sie bleibt natürlich in ihrem Metier, ne, sagt genug, okay, ihr habt gespielt mit meinen Spielzeugen, jetzt bin ich dran, ihr verdient euch einen Platz in meiner Sammlung. Und was sie macht, finde ich super spannend, denn ähnlich wie diese Loa-Kollegen, wo war das, in Dazar Alor, ne, Konklave der Loa, ruft sie verschiedene Fähigkeiten an und wechselt da auch ein bisschen. Weil sie verleiht diese Kraft des Aufstiegs und hat die auch selber inne. Das heißt, sie mutiert jetzt kurzzeitig und bringt dieselben Fähigkeiten wie die Ads, die wir gerade kurz vorm Boss hatten. Ne? Kann das snaren, wirft diese Kugeln regelmäßig hin und her. Da muss man aufpassen, man muss ein bisschen Movement hier mitbringen. Dann bleibt sie kurz wieder normal und da sehen wir schon die nächsten Voids wieder. Zack, die Kugeln kommen geflogen und dann geht sie in den nächsten Modus, ja, kurz in diesen Brecher gegangen, der dann sicherlich auch mit diesen Abgrundstacheln, mit diesen Voids um sich wirft, noch ein paar Skarabäen-Ads dazu ruft. Also ohne die funktioniert hier original gar nichts. Aber wenn man gewillt ist, all das im Auge zu behalten und jetzt auch nicht gepennt hat bei den vorherigen Ad-Mechaniken, dann weiß man eigentlich relativ schnell, was man hier auch zu tun hat und dann wird auch dieser Boss zügig kaputt gehen. Ja, finde ich auf jeden Fall kreativ gelöst, dass sich der Boss natürlich an den Fähigkeiten bedient, die er hier auch verleihen kann. Hat den ganzen Kampf nochmal ein bisschen schicker gemacht, wie ich fand. Und dann gab es ja noch einen abschließenden Blick auf das große Wandbild. Krass. Schöner Dungeon, in meinen Augen, in sehr vielen Hinsichten. Hoffe, hat euch auch wieder gefallen und dann sehen und hören wir uns hoffentlich in den nächsten Videos. Macht es gut, haut rein und tschau!